Hey Leute, ich bin's wieder, euer IC und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel News. Leute, das war eine ganz verrückte Woche. Jetzt mal ohne Witz. Das letzte Wochenende mussten wir skippen, weil dort war ich mit Mo und Domme in den Niederlanden und wir haben 3 Tage lang sozusagen durchgeangelt. Am letzten Tag haben wir sogar noch Dennis von Angeln mit Stil, Dennis Knolinski, aka Knoll, ja, Dennis Knoll, noch getroffen. Und was wir da erlebt haben, wartet ab, bis das auf dem Kanal von Dennis auf jeden Fall kommt. 2 Videos haben wir vorher aufgenommen. Da werde ich mich dann, denke ich mal, ab nächste Woche ans Schneiden setzen. Denn diese Woche ging so viel ab in den News. Wir hatten einmal Fight Wilde mit dem Sticker. Wir hatten die weitere Kopieaktion der Angeldomäne. Wir hatten das Echolo-Zentrum, was die Zusammenarbeit mit Mercury verhindert. Und viele Themen kommen jetzt auch noch in der News dran, Leute. Ulala. Des Weiteren wurde ich auch noch vom Wetter verhindert, mein Kajak auf dem Wasser zu testen, denn an dem Mittwoch, war das Mittwoch? Ich glaube am Mittwoch, hätte ich Zeit gehabt zu testen und dann war überall Gewitterwarnung und dann habe ich das tatsächlich sein gelassen, dort dann aus Wasser zu gehen, Leute. Ich hoffe, bei euch läuft es auch soweit, angeltechnisch, als auch natürlich privat, gesundheitlich etc. Ich hoffe, ihr seid gut ans Wasser gekommen. Und was müssen wir heute? Oh, und heute bleibt dran, Leute. Heute gibt es ein krankes Giveaway. Leute, ein krankes Giveaway. Insane. Bleibt also dran, Leute. Und jetzt kommen wir zu den Themen dieser Woche. DRFV wird Kooperationspartner der Angelwelt. 16. Tag des Fisches im Natureum. Alexander Renn zu Mikado. Dasmo Fishing verlässt Mikado. Die Sieger vom YPC Fans und der neue 24 Stunden Hardcore Cup. Und falls auch du immer auf dem neuesten Stand der Angelszene sein willst und keine Folge Angel News mehr verpassen willst, dann lass jetzt ein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angel News. Alles rund ums Angeln. Der DRFV, der Deutsche Angelfischerverband, wird neuer offizieller Kooperationspartner der Angelwelt Berlin. Seit über 8 Jahren ist der DRFV jetzt als Aussteller Teil der Angelwelt Berlin und hat die Entwicklung der Angelmesse bis hin, man könnte ja wirklich sagen, zur wichtigsten und einflussreichsten Angelmesse in Europa begleiten können. Gemeinsam wollen sie diese Entwicklung jetzt beidseitig verstärken und als offizieller Kooperationspartner der Messe will der DRFV zukünftig jetzt die eigene politische Expertise mit einbringen, fachliches Know-how und ein breites Branchennetzwerk in Politik und Wirtschaft für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Angelwelt Berlin für die Stärkung mitbringen. Auf der Messe, die vom 29. November bis zum 1. Dezember stattfindet, ich werde auch da sein, Tickets und so ist schon alles gebucht, wird der DRFV unter dem Motto Angeln in der Mitte der Gesellschaft aktuelle Projekte vorstellen und zu den angelpolitischen Themen und Diskussionen informieren. Der CEO der Angelwelt sagt auch, wir freuen uns, gemeinsam mit dem DRFV die Angelwelt Berlin als Branchenplattform und beliebten Treffpunkt der Angel-Community inhaltlich weiter auszubauen und sowohl für Angelprofis genauso wie für alle, die noch neu in der Angelmaterie sind, neben Impulsen und Inspirationen rund um Trends und Neuheiten zukünftig einen noch stärkeren Fokus auf Informationen und Aufklärung rund um angelpolitischen Themen anbieten zu können. Ich sage euch, das war mal ein Satz, ey. Das war mal ein Satz. Wisst ihr also Bescheid? Angelwelt Berlin als auch der DRFV als Kooperationspartner diesmal unterwegs und versuchen sich gegenseitig auf jeden Fall zu stärken. Ich bin gespannt, wie das dann Ganze auf der Messe aussieht. Wird auf jeden Fall eine spannende Sache und bis dahin schauen wir mal weiter, denn spätestens im Dezember werden wir sehen, was da Phase ist. Alle im Kalender merken, 1. September 2024 findet der 16. Tag des Fisches im Natureum an der Niederelbe
statt. Dabei könnt ihr Live-Shows erleben, Angelvorführungen, es gibt einen Angelflohmarkt, es gibt Vorträge, es gibt Produktpräsentationen und natürlich sind auch bekannte Gesichter vor Ort, wie zum Beispiel Fabian Frenzel, den ihr wahrscheinlich auch als Weltmeister im Brandungsangeln kennt, Jörg Spiek, Klaus Zimmermann oder Dirk Müller werden auf jeden Fall vor Ort sein und Tipps und Tricks für Groß und Klein vermitteln. Dabei gibt es auch 50% Ermäßigung für alle Angler und sogar deren Familien. Dafür müsst ihr dann eine gültige Angelerlaubnis einfach mitbringen und dann bekommt ihr 50% Ermäßigung. Auch der niedersächsische Verbandsbiologe Matthias Emrich wird vor Ort sein und hochspannende neue Erkenntnisse zum Zander vortragen. Also, falls ihr Lust habt, Adresse ist das Naturium Niederelbe und der Termin ist 1. September von 10 bis 17 Uhr. Ich wünsche euch viel Spaß. Keine News mehr, ohne irgendwo einmal die Woche Mikado zu erwähnen. Nachdem wir sehr viele Weggänge von Mikado besprochen haben, hatten wir letztens ja noch Real Räubertochter, die ich leider verpasst habe, dass dort der Zugang passiert ist, dass Real Räubertochter jetzt für Mikado fischt, haben wir jetzt Alexander Renn, der seit 8 Wochen schon jedenfalls für Mikado fischt und daher auch herzlichen Dank an die Community, die mir in den Kommentaren vor 2 Wochen gesagt haben, ey Icy, da ist der Alexander Renn aber durch die Lappen gegangen, denn der fischt jetzt auch neu für Mikado. Und deswegen, Leute, Alexander Renn fischt unter der Flagge von Mikado im Friedfischbereich und damit alles, alles Gute den beiden für die zukünftige Zusammenarbeit. Gleichzeitig muss man aber auch erwähnen, dass wir einen Weggang von Mikado haben und das im Raubfischbereich im Mikado Team Germany. Und das ist dann, glaube ich, sogar der vorletzte Weggang gewesen. Also das Mikado Team Germany besteht, glaube ich, nur noch aus einer einzigen Person. Dasmo Fishing verlässt Mikado Team Germany im Raubfischbereich und hat in seinem Instagram-Post geschrieben, es ist an der Zeit, Danke und auf Wiedersehen zu sagen. Auf diesem Wege möchte ich mich bei Mikado Total Fishing für das Vertrauen, die Zusammenarbeit und die Möglichkeiten bedanken, die mir in den letzten Monaten als Teamangler gegeben wurde. Manchmal kommt der Punkt, an dem man getrennte Wege gehen muss. In diesem Sinne, man sieht sich am Wasser. Dasmo hat, glaube ich, bisher noch kein neues Team. Ich schaue mal gerade hier live da. Nee, noch kein neues Team. Aber was nicht ist, kann ja auf jeden Fall noch werden. Dasmo auf jeden Fall an dieser Stelle alles, alles Gute für die Zukunft. Falls irgendwas sein sollte, sag auf jeden Fall Bescheid. Ich berichte hier natürlich für euch und Mikado natürlich auch. Alles, alles Gute für die Zukunft. PS ist ein verdammt gutes Bild. Kuss. YPC-Fans 2024 und wir sind zurück im Streaming-Act, weil wir jede Folge YPC-Fans wirklich im Streaming geguckt haben. Zu unchristlichen Zeiten, immer so gegen 23 Uhr, aber es war schön, immer einige Leute von euch dabei im Chat gehabt zu haben. Und am 25. startet es dann auch wieder mit YPC Bank und da versuchen wir natürlich dann auch regelmäßig oder so gut wie jede, oder jede wäre natürlich am besten, aber so gut wie jede Folge mitzunehmen, auch wenn ich es vielleicht da mal nachholen muss, das kann ja auch mal passieren und dann haben wir vielleicht auch mal wieder einen Gast dabei, wie Max zum Beispiel. Aber jetzt YPC Fans, Leute, der Gewinner steht fest, back to back the two times, Leute. The two times. Biggie gewinnt das 2. Mal hintereinander den YPC-Fans und dieses Mal mit Helge. Man nennt Biggie auch den Meistermacher. Helge konnte, glaube ich, sogar 2 PBs knacken und die beiden waren tatsächlich ein geniales Team. Aber ich glaube, das konnte man einfach auch von jedem Team dort sagen. Einfach schöne Teams dabei, gute Harmonie, viel Lachen, viel Spaß beim Angeln, eine gute Competition dabei gehabt und daraus ist einfach eine wunderbare Staffel YPC-Fans geworden, wo wir uns, glaube ich, einfach nur wünschen können, dass es eine weitere Staffel geben wird. Aber da müssen wir natürlich mal gucken,
was dann auf uns zukommt. Jetzt kommt erstmal der YPC Bank auf uns zu. Ich gratuliere natürlich Biggie und Helge an dieser Stelle. Verdient gewonnen mit einer Full Card, die auch gar nicht dann mal so mehr so knapp war am Ende. Und deswegen absolut verdienter Sieg. Gratulation Helge und Biggie zum Sieg vom YPC Fans. Leute, für die, die jetzt noch richtig Bock haben auf Angel-Content, aber diesen Sonntag keinen YPC haben, für die habe ich jetzt eine Empfehlung, und zwar der 24-Stunden-Hardcore-Cup-Bootsturnier 2024 mit zum Beispiel John Chowns oder Dirk Ostrowski, wobei es natürlich echt mal spannend wird, wie Dirk abliefert. Er hat ja noch nicht so lange im Boot, aber die Angelexpertise ist natürlich da. Ich bin sehr gespannt. Wir werden uns das Ganze mal anschauen. Wenn wir morgen Abend oder heute Abend sogar Zeit haben, dann gehen wir sogar live und gucken uns die erste Folge an. Denn die erste Folge kommt heute in der Premiere raus. Um 18 Uhr startet das Ganze, Leute. Um 18 Uhr diesen Sonntag. Also falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, dann schaltet ruhig mal rein, Leute. Dann schaltet ruhig mal rein. Das wohl härteste Bootsangelturnier geht in die zweite Runde. Link findet ihr unten in der Infobox. Viel Spaß damit. Leute, da kommen wir zum Giveaway dieser Woche. Und ich sag euch eiskalt, dieses Giveaway diese Woche hat es in sich. Aber wir lösen erstmal auf, wer das Giveaway von letzter Woche von dem kleinen Köderpaket gewonnen hat. Und die gesuchte Antwort ist natürlich der Drunkbait oder Drunkenbait. Der Drunkenbait, genau. Der Drunkbait von Karlsberg. Nicht zu verwechseln mit dem Drunkbait von LMAB. War von LMAB, ne? Nicht damit zu verwechseln. Komplette Ähnlichkeit. Der Drunkenbait. Der war tatsächlich dafür da, um darauf aufmerksam zu machen für Don't Drink and Fish oder Don't Drink and Get on the Water, weil sehr viele alkoholisierte Menschen dann doch auf dem Wasser gestorben sind oder unter Wasser gestorben sind. Auf jeden Fall ist das ein Zeichen davon. Und da auch der Gründer von Swazonka trockener Alkoholiker ist und ihm das nochmal extra wichtig war, hat er extra diesen Köder mit dieser Botschaft erstellt. Ja, kein günstiger Köder, eher ein Sammlerstück und zwar mit einer anständigen Botschaft auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir zu dir, Sebastian, denn du hast gewonnen das Köderpaket. Also schreib mir eine E-Mail an die in der Infobox eingeblendete Infoadresse. Sebastian Kittner, herzlichen Glückwunsch. Er hat geschrieben, Drunkenbait von Karlsberg ist natürlich vollkommen richtig. Herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt kommen wir zum Giveaway dieser Woche. Leute, und ich sag euch, diese Woche wird's wild. Also haltet euch fest. Ich habe ein bisschen mit Wecki gequatscht. Und wenn ich euch das jetzt schon sage, dann wisst ihr schon, was abgeht, Leute. Denn Wecki hat gesagt, ey Icy, lass mal einen raushauen. Ich hau 100 Euro Tackle Peak Gutschein raus, Leute, an den Gewinner dieser Angel-News. Also 100 Euro Gutschein, den ihr dann im Shop von Tackle Peak einlösen könnt. Und da habt ihr eigentlich schon krasse Auswahl an Nace-Ködern, an Ködern, die eigentlich spezifisch in den Firstcast-Videos gefischt werden, könnt ihr bei Tackle Peak auf jeden Fall erwerben. Und das ist eine sehr, sehr gute Auswahl dort. Und mit 100 Euro kann man schon einiges machen. Jetzt ist natürlich die Frage, was müsst ihr dafür machen? Und das schreibt ihr mir in die Kommentare. Wir hatten das auch schon in den Angel-News. Und deswegen, wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr es. Schreibt mir in die Kommentare, wer hat die Perch Pro 10 gewonnen. Die Perch Pro Volume 10. Wer hat diese gewonnen? Schreibt mir die richtige Antwort in die Kommentare und nächste Woche losen wir dann aus, wer den 100 Euro Tackle Peak Gutschein mit nach Hause nimmt. Danke Tackle Peak, danke Wecki an dieser Stelle für das Sponsoring dieses Giveaways. Und euch da draußen natürlich viel Erfolg.
Und das war sie, Leute, die Angel-News dieser Woche. Und ich bin sehr gespannt, ob es wild nächste Woche weitergeht oder ob sich das Ganze jetzt erstmal wieder beruhigt. Von Mercury, also vom Echolot-Zentrum, habe ich weiter noch nichts wieder gehört. Ich habe eine Info von Mercury und da wurde doch die genannte Person P gesucht. Und das ist der neue Area Sales Representative von Mercury. Genau. Und in den Kommentaren meint hier einer, ob das was damit zu tun hat. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß es nicht. Hier habt ihr auf jeden Fall die News. Ich bin auch gespannt, wie es mit dem Thema Nacewanter weitergeht und Angeldomäne, weil da gab es auch nochmal, was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass ja auch die Köder von Nace auch noch von Angeldomäne vertrieben worden sind. Was ja auch ganz eine wilde Nummer ist, was dem Ganzen natürlich nochmal eine extra, so einen ganz komischen Beigeschmack gibt, wo ich nicht verstehe, warum macht man dann diesen Move trotzdem? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Kann ich nicht verstehen und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Ich versuche nächste Woche endlich mit dem Kajak rauszukommen. Ich denke, ich habe Zeit am 25. Ich weiß, nicht so wichtig für euch, aber da habe ich wahrscheinlich einen Tag Zeit. Drückt einfach mal die Daumen, dass da das Wetter für mich passend ist, dass ich da endlich mit dem Kajak aufs Wasser kann. Ich habe auf jeden Fall Bock und ich will es endlich mal umsetzen. Und ansonsten heißt es, gehe ich an den Schnitt für die Niederlanden-Videos und mal gucken, was nächste Woche ansteht. Nächste Woche ist dann auch wieder Morphish Box und Better Fishing Box dran. Das heißt, ihr könnt euch schon mal auf das Giveaway auch von nächste Woche freuen, weil da haue ich bestimmt wieder eine dieser Boxen raus. Und dann geht's auch schon mal ab. Die Giveaways in letzter Zeit sind echt krass, oder? Muss man mal sagen, wirklich. Danke an die ganzen Supporter, die diese Formate hier mit supporten, wirklich, muss man einfach mal sagen, Leute. So, in dem Sinne, danke auch an euch für die hohen Klickzahlen der letzten Woche. Das Fight Wilde Video hat jetzt schon fast 10.000 Klicks. Das Nace Angeldomäne Köder ist auf dem Weg von 10.000. Herzlichen Dank dafür. Danke auch für den ganzen Support überhaupt an euch, für die ganzen vielen Abonnenten. Wir haben die 10.400 geknackt und ihr wisst, ohne euch keine Angel-News. Herzlichen Dank. Und falls ihr noch kein Abo habt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Denkt an das Giveaway, Tackle Peak. Und falls ihr im Wasser dickes Predigt ist, alle wichtig, bleibt gesund. Euer Icy. Macht's gut. Ciao. Bis dahin. Peace.